Herzlich willkommen zu unserer heutigen Keynote-Speech, die zum einen den Abschluss für den heutigen Kongresstag darstellt und auch den Höhepunkt darstellen soll für den heutigen Tag, bevor wir danach in das Abendprogramm starten. Der Vortrag wird von Professor Stefan Hirschauer gehalten. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen ihn schon durch seine verschiedenen Forschungen. Trotzdem von mir auch noch ein paar einführende Worte. Er ist Lehrstuhlinhaber in Mainz, hat dort eine Professur für soziologische Theorie und Gender Studies inne und hatte vorher auch Gastprofessuren in unter anderem in Paris, in Wien, in München und ist heute glücklicherweise bei uns in Bochum zu Gast. Und genau, wird einen Vortrag zur Humandifferenzierung halten, der aus einem langjährigen interdisziplinären Forschungsprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft entstanden ist. Und genau, der Vortrag ist wieder auf 60 Minuten ungefähr angesetzt. Das heißt, danach bleibt noch eine gute halbe Stunde, wo Nachfragen gestellt werden können, wo Diskussionsinput kommen kann. Und genau, von daher werde ich jetzt gerne an unseren heutigen Gastredner übergeben. Okay. Dankeschön. Ich bin eben, hallo zusammen, ich bin eben hier mit dem Zug angekommen und wünschte eigentlich, ich könnte sagen, dass die Schaffner gestreikt haben, die Zugführer gestreikt haben, die Bahnbediensteten an den Bahnhöfen gestreikt haben, dass wir sozusagen so weit wären, dass das Thema, was Fridays for Future und viele andere für heute auf die Tagesordnung gesetzt haben, tatsächlich schon Massen zum Streiken bringen würden, womöglich auch Studierende auf dem Studentischen Soziologiekongress. Ich gestehe, dass ich frustriert wäre, wenn ich nicht hier angekommen wäre, frustriert, wenn die Sitzreihen völlig leer geblieben wären, aber es wäre ein hervorragender Grund für diese Frustration vorhanden. Ich würde ihn sehr schätzen. Das ist nun nicht so. Sie schieben Ihren Dienst, ich mache das ebenso. Habe tatsächlich aber in den letzten Tagen überlegt, ob ich kurzfristig mein Thema ändere und über Soziologie im Anthropozän spreche. Das ist mir nicht gelungen auf die Schnelle, deswegen bleibt es beim Thema Humandifferenzierung. Aber sagen wir so, ich würde diesen Vortrag gerne Greta et al. Widmen, as a scientist and parent for future. Damit kommen wir zum zweitwichtigsten Thema des heutigen Tages und das ist die Humandifferenzierung. In Köln sagt man, jeder Jack ist anders. Auf Hochdeutsch heißt das, die Menschen sind halt unterschiedlich. So weiß das der Alltagsverstand. Das ist auch der gedankliche Ausgangspunkt vieler sozial- und kulturwissenschaftlicher Konzepte, darunter die Rede von Ungleichheit, von Pluralität, von Multikulturalismus und besonders auch von Diversität. Diversität ist ein theoretisch nur ganz schwach bestimmter emphatischer Wertbegriff. Er bezeichnet nicht nur eine tolerierte Abweichung oder eine akzeptierte Variation unter den Menschen, auch nicht nur die faktische Heterogenität von Bevölkerungen. Nein, Diversität preist die Vielfalt. Der Begriff formuliert gewissermaßen unsere je einzige Unterschiedlichkeit von allen anderen Menschen für alle Menschen. Man könnte auch sagen, soziologisch er formuliert Individualität im Plural. Vor dem Hintergrund der identitätspolitischen Bewegungen der 70er Jahre und jetzt auch vor dem Hintergrund von Migrationsprozessen avanciert die Diversität allmählich zum Leitbegriff der Idee egalitärer Anerkennung und Chancengleichheit. Die politische Idee der Diversität ist, dass eine inklusive Gesellschaft eine Wertschätzung von individueller Verschiedenheit braucht, die Anderssein nicht nur nicht diskriminiert, sondern achtet. Das ist schön, finde ich. Aber ist es auch soziologisch brauchbar? Ist es soziologisch brauchbar? So sollte ich betonen. Brauchbar scheint die Diversität als Schlagwort gegen Proponenten ihres Gegenteils, der Homogenität. Diese drängen auf kulturelle Vereinheitlichung, auf soziale Schließung von Gemeinschaften, zum Beispiel ethnischen Gemeinschaften. Diese Brauchbarkeit ist begrenzt, denn in pluralistischen Gesellschaften bilden die Proponenten von Homogenität eine Minderheit, während sich die Diversität auf der Seite der Basisstrukturen demokratisch verfasster Gesellschaften befindet. Deshalb ist es ganz leicht, für Diversität zu sein. Soziologisch sind dagegen zwei Einwände gegen das Schlagwort zu machen. Zunächst gegen seine Normativität.
Diversität bedeutet natürlich nicht nur Bereicherung, sie bedeutet auch Stress. Das gilt nicht nur für ethnische oder religiöse Diversifizierung, wie wir sie gerade erleben. Die meisten Paarbeziehungen wissen zum Beispiel auch, dass gerade aus Geschlechtsverschiedenheit, also sozusagen Diversität, Konflikte erwachsen. Oder die meisten jungen Menschen, zum Beispiel Studierende, ziehen die Gesellschaft Gleichaltriger, in der Regel der mit Senioren, vor. Also Homophilie unter den Menschen, Homophilie jeder Art, hat was Entspannendes. Der neutralere Begriff, der wertneutrale Begriff der Heterogenität, ist deshalb sozialwissenschaftlich erstmal brauchbarer. Der zweite Einwand, den ich machen möchte, trifft aber auch den Heterogenitätsbegriff. Wer von Heterogenität oder Diversität spricht, geht gedanklich von einer gegebenen Unterschiedlichkeit der Menschen aus, so wie der Alltagsverstand es tut. Der Begriff essentialisiert und reifiziert also genau die Unterscheidungen, die Menschen aneinander vollziehen, zu diesen Menschen innewohnenden Eigenschaften. Im Grunde impliziert er die Vorstellung gegebener Menschensorten. Damit ist der Diversitätsbegriff zu nah am Alltagsverstand und auch zu nah an der Politik gebaut. Die sozialen Kulturwissenschaften müssen hier tiefer ansetzen. Sowohl Diversität als auch Heterogenität müssen auf das hin gedacht werden, was ihnen zugrunde liegt. Und das sind Prozesse der Differenzierung für die Soziologie. Der Differenzierung von Menschen in diesem Fall. Also, die Menschen sind nicht unterschiedlich, muss man dem Kölner Kollegen sagen. Nein, sie unterscheiden sich laufend in einer Vielzahl von Hinsichten oder sie lassen das gelegentlich bleiben. Was als Diversität erscheint, ist also eine komplexe Praxis der permanenten Selbst- und Fremdkategorisierung von Menschen in diversen Hinsichten. Das ist der Grundgedanke. Wir haben genau diese Unterscheidungsprozesse an der Universität Mainz in den letzten 6 Jahren im Rahmen einer Forschungsgruppe der DFG mit KollegInnen aus Soziologie, Ethnologie, Amerikanistik, Linguistik und Performance Studies untersucht. Wir sind gerade dabei, aus diesem Forschungsverbund eine größere Verbundforschung zu machen, an der auch Geschichtswissenschaften, Medienwissenschaftlerinnen und Sozialpsychologie teilnehmen werden. Unser Ausgangspunkt ist dabei ein kulturwissenschaftlicher. Sie können sich so vorstellen, die Naturwissenschaften untersuchen gegebene Unterschiede zwischen den Dingen, die man auch schön vermessen kann, etwa die Unterschiedlichkeit von Tierarten, von Molekülen, von Planeten. Kulturelle Phänomene bestehen dagegen nicht einfach aus Unterschieden, sondern aus Unterscheidungen, aus sinnhaften Unterscheidungen, die historisch und geografisch mal so und mal so gezogen werden. Gesellschaften machen solche Unterscheidungen zwischen Tieren, Pflanzen, Artefakten und eben auch Menschen. Sie entwickeln mithilfe solcher Unterscheidungen ganze Ethno-Sciences, wie die Ethnologen sagen, und die untersuchen die als Ordnung der Dinge in den Köpfen der Leute, so heißt das in der kognitiven Anthropologie. Die wichtigste Ethno-Science, mindestens für Soziologinnen, ist die Ethnosoziologie von Gesellschaften, also jene Unterscheidungen, mit denen sich die Unterscheider selbst voneinander unterscheiden. Mit der Formulierung von Pierre Bourdieu, Sie werden sie schon mal gehört haben, die Klassifikation der Klassifizierer. Sie definiert die Zusammensetzung von Gruppen, sie schreibt Individuen soziale Zugehörigkeiten zu. Alltagsweltlich werden die Effekte solcher sinnhaften Unterscheidungen dann, wie gesagt, als individuelle Eigenschaften wahrgenommen. Soziologisch werden diese Eigenschaften dagegen meist so aufgelöst, dass man sie als Mitgliedschaften fasst, das heißt als mit anderen geteilte Eigenschaften, die Menschen als Exemplare sozialer Kollektive erscheinen lassen. Unser Grundbegriff der Humandifferenzierung distanziert sich jetzt stärker von der Vorstellung individueller Eigenschaften. Er fokussiert nämlich eben die Prozesse der Differenzierung, die die Kategorien und die Mitgliedschaften erst hervorbringen. Das sind Praktiken, die soziale Zugehörigkeiten performativ anzeigen. Es sind Klassifikationsprozesse, die sie festschreiben. Es sind gesellschaftliche Maßnahmen, die Menschen dauerhaft auseinanderhalten. Unser Grundbegriff ist das praxeologische Konzept des Doing Differences. Es besagt, dass alle soziale Differenzierung letztlich praktiziert werden muss, also Teil einer Vollzugswirklichkeit ist, die sich auch ihre Institutionen schafft, die sich aber auch jederzeit grundlegend ändern kann. Der Begriff der Humandifferenzierung fügt nun
der in der Soziologie üblichen Differenzierung von gesellschaftlichen Feldern oder Teilsystemen und Klassen eine spezifische Form kultureller Differenzierung hinzu. Unsere Menschensorten wie Kinder, Ausländer, Heteros, Schwule, ja, also solche Kategorien halt. Unsere Menschensorten sind elementare kulturelle Spezies. Genauso wie Tierarten oder Objektklassen, denken Sie an Zigarettenmarken oder Automarken. Sie entstehen, anders als die bekannten, gesellschaftstheoretisch bekannten Formen der Differenzierung der Gesellschaft. Was haben wir da? Die funktionale Differenzierung von gesellschaftlichen Teilsystemen setzt an den Tätigkeiten, das ist Durkheim, oder Kommunikation, das wäre Luhmann, der Menschen an und erfasst uns nur partiell und vorübergehend in Rollen, ja? Kundin, Lehrerin, Wählerin und so weiter. Die stratifikatorische Differenzierung der Gesellschaft setzt an Parametern wie Gütern und Einkommen der Menschen an und erfasst uns dann in Status, also in Rangpositionen. Die Humandifferenzierung setzt dagegen unmittelbar an dem an, was eben als Eigenschaft des Menschenmaterials gilt. Das ist ein Ausdruck von Georg Simmel. Ja, der sprach von Menschenmaterial, etwas posthumanistisch. Was sind das für Ansatzpunkte? Man kann sie nach dem Grad ihrer Variabilität unterscheiden. Naheliegend sind körperliche Invarianten. Also denken Sie an Geschlecht, an Race und an manche Körperformen, Körpergröße, etwa Leibesvolumen und so etwas. Dann gibt es biografische Wurzeln. Das können soziale, geografische Wurzeln sein, generationelle Herkünfte. Ich würde auch das Alter zu den biografischen Wurzeln zählen. Das ändert sich zwar jeden Tag und jede Sekunde, aber es bleibt ja verankert im Geburtsdatum. Insofern ist das tatsächlich eine Wurzel, die bleibt. Dann gibt es so etwas wie biografisch gewachsene oder geworfene Anker. Die haben schon eine andere Halbwertszeit. Zum Beispiel würde ich sexuelle Selbstentwürfe dazu zählen, aber auch politische und religiöse Überzeugungen, die relativ stabil sind, aber natürlich auch änderbar sind. Dann gibt es schließlich biografische Entscheidungen. Denken Sie an den Eintritt in Organisationen, in Professionen, den Eintritt in Paare, nicht zu vergessen, auch in Staaten. Und schließlich situative Performances. Das sind typischerweise in einer meritokratisch sich selbst beschreibenden Gesellschaft Leistungen. Also das sind Ansatzpunkte, an die die Humandifferenzierung andockt und sich dann entfaltet als ein Komplex verschiedener Prozesse, die einander verstärken. Denn Menschen voneinander zu differenzieren, heißt sie perzeptiv in der Wahrnehmung auseinanderzuhalten, sie sprachlich zu unterscheiden, sie praktisch evaluativ verschieden zu behandeln, sie sachlich zu trennen, sie räumlich zu segregieren und auch institutionell dauerhaft auseinanderzuhalten. Nun gerinnt aber nicht jede Unterscheidung, die wir spontan in einer Situation machen, auch zu einer kulturellen Differenz. Man kann da verschiedene Stufen der Differenzierung unterscheiden. Man kann auch sagen, der Institutionalisierung einer kulturellen Differenz unterscheiden. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen will. Das fängt ganz harmlos an. Unterscheidungen können Sie verstehen als fragile, temporäre, zum Teil rein situative Differenzierungsakte. Denken Sie mal unabhängig von Humandifferenzierung erstmal an Puzzleteile, die Sie irgendwie sortieren wollen, ohne das zu benennen. Oder denken Sie an den Geschmack von Weinen. Diffuse Unterscheidungen zwischen Menschen gelten etwa im Hinblick auf ihre Attraktivität oder auf gefühlte Sympathie für sie. Man fühlt sich zu irgendeinem Gericht auf dem Buffet oder zu irgendeiner Person stärker hingezogen als zu einer anderen. So ist das. Aber auch wenn sich spontan Straßenmannschaften oder argumentative Parteien auf Soziologiekongressen bilden, haben sie solche spontanen Unterscheidungsprozesse. Viele solcher Unterscheidungen dringen überhaupt nicht in die Sprache vor oder ins Bewusstsein vor. Sie werden reflexhaft vollzogen, so ähnlich wie Tiere etwa unterscheiden zwischen Artgenossen, Beute und Feinden. Es hat trotzdem einen hohen praktischen Orientierungswert, so zu unterscheiden, denn jede Unterscheidung schafft in einem Zuge Gleichartiges und Ungleichartiges. Das ist ein wichtiger Punkt. Unterscheidungen bringen eine doppelte Ordnungsleistung. Einerseits differenziert sie und spezifiziert die Mengen auf ihren beiden Seiten, wenn Sie Puzzleteile nehmen, zum Beispiel hell, dunkel. Andererseits egalisiert und versämtlicht sie die Elemente auf jeder ihrer Seiten, also die hellen und die dunklen. Die Unterscheidung trennt und macht die beiden Mengen, die getrennt werden, gleich. Ja? Differenzieren und egalisieren oder versämtlichen.
Unterscheidungen machen Dinge also ebenso unterschiedlich wie gleich. Sie haben eine differenzierende Vorderseite und eine gleichmacherische Kehrseite, die dunklen. Ja? Jede Unterscheidung kriegt es, wenn das passiert ist, sofort mit dem Problem der Ambiguität zu tun. Wie kann eine Unterscheidung trennscharf gezogen werden, sodass alle von ihr erfassten Elemente auf je eine Seite gehören? Wie trennt man etwa Land und Meer, wenn diese Unterscheidung doch ständig von Ebbe und Flut durcheinandergebracht wird? Da jede Unterscheidung unvermeidlich auch uneindeutige Fälle und Restkategorien erzeugt, ist Ambiguität sowohl konstitutives Ausgangsproblem als auch notwendiges Ergebnis einer jeden Unterscheidung. Das ist eine Beobachtung, die Mary Douglas mal gemacht hat. Man kann dabei ungefähr drei Formen oder Stadien, ich weiß noch nicht recht, unterscheiden. Es gibt so eine elementare generelle Ambiguität, die ist der Normalfall, an dem sich alle Unterscheidungen, ob von Puzzleteilen oder Menschen, laufend abarbeiten. Gewissermaßen die noch nicht Unterschiedenheit der Dinge, ihre Unbestimmtheit, ihre Mehrdeutigkeit. Alles Unterscheiden versucht in diesem Sinne, wie Linguistinnen sagen, zu desambiguieren, also etwas eindeutiger zu machen. Unterscheidungsversuche treffen dabei aber auch auf Phänomene, die sich ihnen partout nicht fügen, sie herausfordern, sie scheitern lassen. Notorische Mischphänomene, zum Beispiel im Bereich des Sexuellen, des Ethnischen, des Religiösen. Diese problematische, hartnäckige Ambiguität besteht in der kategorialen Unentscheidbarkeit einer Sache. Ich weiß nicht, wo ich die hin tun soll, auf welche Seite. Die Lösung dieses Problems besteht zum einen in einer Schärfung des Differenzierungsvermögens. Wir gucken genauer hin, wir tun Proben ins Labor oder so etwas. Zum anderen aber auch in der Stilisierung konturierter Ambiguität. Das sind dann in vielen Gesellschaften explizite Hybridfiguren im Bereich der Humandifferenzierung, etwa sogenannte Intersexe, Binationale, Bilinguale, Eklektiker in der Religion, Mischlinge in rassistisch gebauten Gesellschaften und so weiter. Diese kulturellen Figuren heben eine Unterscheidung nicht auf. Sie stabilisieren sie, weil sie ihr Scheitern in Sonderfällen auffangen. Und dann hat man plötzlich in Deutschland ein drittes Geschlecht. Das ist auch ein Beispiel, um das plausibel zu machen vielleicht. In der Geschlechterdifferenzierung können Sie sich so vorstellen, dass seit Jahrzehnten eigentlich eine normalisierte, eine generalisierte Vermischung von Geschlechtszeichen zu beobachten ist durch immer mehr Menschen, die sich bei der Wahl von Berufen, Kleidungsstilen und Verhaltensweisen nicht mehr an Geschlechtskategorien orientieren. Also was als männlich oder weiblich gelten soll, wird zunehmend diffus. Stark Genderdeviante können aber zurzeit immer noch durch diskrepante Geschlechtszeichen eine problematische Ambiguität, also diesen zweiten Fall, herstellen, die dann Sonderbehandlungen herausfordert. Wenn man denen jetzt aber einen Namen gibt, also eine Kategorie bemüht, wie Intersexueller oder Transsexueller, dann desambiguiert man schon wieder, indem man die allgemeine stattfindende Vermischung und Verwischung der Geschlechterdifferenz auf ganz bestimmte Menschen, auf einen sozialen Typus projiziert, der sie verkörpert. Konturierte, ambige Figuren sorgen sozusagen für eine Bannung, eine Eindämmung der problematischen Ambiguität. Die wird dann einfach zur Eigenschaft begrifflich bestimmter Personen erklärt. Die sind eben so. Und dann haben wir das Ding wieder parzelliert. Ja. Sie merken vielleicht, wenn ich auf Kategorien zusteuere, das ist tatsächlich das wichtigste Mittel der gesellschaftlichen Bewältigung von Ambiguität. Es sind Kategorien, die eine Unterscheidung in der Sprache darstellen. Ja, ich war bisher noch im Bereich des Vorsprachlichen überwiegend. Kategorien machen das Unterschiedene zum Unterschiedlichen. Den ersten Differenzierungsakt einer Unterscheidung, also zu einer Eigenschaft einer Sache. Also Kategorien, die Schwarzen, die Männer, die Araber, steigern die Ordnungsleistung einer Unterscheidung, zur einen Seite zu differenzieren, zur anderen zu versämtlichen, indem sie eine Art mentaler Spaltung, eine Segregation im Kopf schaffen. Sie behaupten nämlich mit ihren lautlichen Trennungen die Einheitlichkeit des Getrennten, das ist eine Einheit, das andere ist auch eine Einheit, und dichten die Seiten einer Unterscheidung so voneinander ab. Die Gleichsetzung des einen und die Ungleichsetzung des anderen machen eine gemeinsame Mengenbildung sinnlos. Man kann das schon hören, nicht? Denken Sie an die Wörter Äpfel und Birnen. Man soll die nicht vergleichen. Ja? Diese Wörter sind praktisch, sie machen deutlich, das sind ganz verschiedene Dinge. Es entstehen, zurück in die Soziologie, eine ganze Reihe von sozialwissenschaftlich bekannten Phänomenen. Zum Beispiel können sich an Kategorien erst Stereotypen anlagern. Vage unterstellte, mit der Zugehörigkeit einer Sache implizierte Eigenschaften.
Auf dieser Basis wirken Kategorien perzeptiv, differenzverstärkend. Da muss ich hin. Beobachter, das weiß man aus der Sozialpsychologie, überschätzen systematisch die Unterschiede zwischen Entitäten zweier Kategorien und sie unterschätzen systematisch die intrakategoriale Homogenität. Ferner gehen Kategorien sehr oft mit Vergleichsblockierungen einher. Ein Vergleich von Elementen zweier verschiedener Seiten verbietet sich einfach logisch. So kann in einem Feld wie dem Sport, in dem doch eigentlich nur nach Leistung konkurriert werden soll, etabliert werden, konnte sehr erfolgreich etabliert werden, dass Frauen und Männer einfach unvergleichlich seien. So wie das Adlige und Bauern in der Ständegesellschaft auch mal gewesen sind. Männer und Frauen zusammen Fußball spielen, also gegeneinander, wäre auch blöd, dann würde man sehen, dass viele Frauen besser Fußball spielen. Also das Schießen ist geschlechtsdifferenziert worden, als man feststellte, die Frauen können es besser. Das ist historisch tatsächlich so. Vor allem aber stiften Kategorien fiktive Gruppen. Jede Kategorie, Baum, Hund, Türke, jede Kategorie versammelt eine heterogene Menge von Objekten in einer imaginierten Klasse und unterschlägt die interne Differenziertheit der Elemente dieser Klasse. Genau darauf basiert die Gleichheitspropaganda von sozialen Gebilden, die sich als Kollektive entwerfen. Schönstes Beispiel, Nationen, aber auch soziale Bewegungen, der Arbeiter oder der Frauen sind solche Fälle. Sie beschwören umso mehr das Gleichartige an ihren Mitgliedern, zum Beispiel das Deutschsein, je mehr sie Formationen äußerst ungleichartiger sind. Imaginierte Gemeinschaften dramatisieren also ihre Homogenität. Ohne diese Gemeinsamkeitsfiktion würde sie zerstreuen. Kategorien können aber noch mehr. Kategorien erlauben es, die zwei Seiten einer Unterscheidung, also denken Sie sich wieder hell und dunkel, was ganz Vages, zu bestimmen, nämlich eben zu benennen. Sie erleichtern oder auch forcieren dadurch auch die Zuordnung von Entitäten zu jeder der beiden Seiten. Kategorisieren ist einfach ein Akt der Zuweisung, der einem einzelnen Objekt im Hinblick auf eine Unterscheidung von Mengen eine Zugehörigkeit zuschreibt. Dieses Puzzleteil gehört dahin, das gehört dahin. Das Kategorisieren ist gewissermaßen die sprachliche Seite des Identifizierens, des perzeptiven Identifizierens einer Sache. Und das Identifizieren ist die perzeptive Seite des Kategorisierens. Damit also Kategorisierungen gelingen können, muss zum einen eine Unterscheidung sprachlich dargestellt werden. Ich brauche Wörter dafür. Zum anderen müssen ihre Objekte mittels diverser Zeichensysteme markiert werden. Sie brauchen Erkennungszeichen, Marker, wie die Linguistik sagt. In der Humandifferenzierung, das wissen Sie, sind dies etwa Körpermerkmale, Hautfarbe, Dickleibigkeit. Es sind körperlich performierte Dinge, Haltung, Gestik, Mimik. Es ist Stimmführung und Stimmgebrauch. Wortwahl ist ganz wichtig, Aussprache ist ganz wichtig. Und natürlich das Outfit, Kleidung, Kosmetik, Schmuck und Namen, Rufnamen. Nicht? Ich sage nur Kevin und Sie wissen, ja, damit werden soziale Zugehörigkeiten angezeigt. Sie kennen dies, Klischee of the Story. So viel zu Kategorisierungen. Jetzt geht das aber weiter. Das wird höherstufig. Jetzt kommen wir nämlich zu Klassifikationen. Wenn sowas passiert, gehen Unterscheidungen in elaborierte Wissenssysteme ein. Die Sprache, die Alltagssprache wird schriftlich verstärkt, grafisch verstärkt, numerisch verstärkt. Das steigert unsere Eindeutigkeitserwartungen und es senkt auch die Ambiguitätstoleranz der Menschen. Unsere Alltagspraxis kann mit Wahrheit, mit Ambiguität, mit dem Ungefähren noch ziemlich gut umgehen. Sie lebt mit Ähnlichkeiten, nicht mit dem Gleich- und Anderssein zweier Dinge in verschiedenen Hinsichten. Ist so Pi mal Daumen ähnlich. Ähnlich erscheinen eben Dinge, die nicht streng verglichen werden. Anders als dieses lebensweltliche Unterscheidungsgeschehen beruhen Klassifikationen aber auf expliziten und systematischen Vergleichen, wie sie etwa durch Bürokratien und natürlich durch Wissenschaften angestellt werden. Sie transformieren vage unterstellte Qualitäten in beschriebene und vermessene Eigenschaften. Klassifikationen vernetzen mehrere Kategorien systematisch untereinander. Sie bestehen aus taxonomischen Begriffssystemen. Nicht? Sie kennen diese Bäume, die sich verzweigen. Und da gibt es eine hierarchische Ordnung. Es gibt übergeordnete Begriffe, untergeordnete Begriffe. Außerdem ersetzen Klassifikationen einen eingelebten Sprachgebrauch durch stabile, definitorische Abgrenzungen und formale Kriterien der Zuordnung, die festlegen, ob jetzt ein Ding zu einer Kategorie gehört oder nicht. Kriterien unterstützen also die Desambiguierungsleistung und die Exklusionswirkungen von Unterscheidungen. Sie schärfen sie.
Sie binarisieren sie auch, also weiblich kann dann eben unmännlich heißen und umgekehrt. Diese drei ersten Schritte, mit denen wir noch nicht so tief in der Soziologie drin sind, Unterscheidungen, Kategorisierungen, Klassifikationen, bilden gewissermaßen die basale, die elementare Institutionalisierung einer kulturellen Differenz. Sie können alle möglichen Objekte erfassen, auch Tiere, Pflanzen, Artefakte. Jetzt gibt es aber vier Besonderheiten der Humandifferenzierung und die muss ich Ihnen erst erklären, bevor ich diese Stufenleiter fortsetze. Die erste Besonderheit ist die Agentivität der Objekte, neudeutsch Agency. Humane Objekte nehmen an ihrer eigenen Kategorisierung teil, anders als Pflanzen. Ja? Sie bewegen sich unter den sprachlichen Gittern. Es sind, wie Ian Hacking gesagt hat, bewegliche Ziele, diese Homo sapiens. Sie reagieren auf ihre Benennung, sie gebrauchen oder verweigern Kategorien, sie modifizieren sie beständig und entwickeln neue für sich selbst. Außerdem nutzen sie in ihrem laufenden Gebrauch von Kategorien auch noch verschiedene Optionen der Selbstverortung, also wo sie sich, wenn sie handeln und sprechen, gerade selber hinpacken. Es sind spezifische Formen sozialer Mobilität eigentlich. Ich gebe Ihnen vier Fälle davon. Am dramatischsten ist eigentlich der biografische Seitenwechsel, zum Beispiel ein Seitenwechsel zwischen Konfessionen, zwischen Nationen, zwischen Geschlechtern, zwischen Klassen natürlich auch. Am folgenreichsten scheint mir hier die Migration, weil mit der Migration neben der Seite der Unterscheidung oft auch der kulturelle Referenzrahmen gewechselt wird. Zuwanderer bringen Kategorien aus den Ethnosoziologien ihrer Herkunftsregionen mit, die sich mit denen ihrer Zielorte überlagern. Zum Beispiel ist die Kategorie Refugee in Afrika konnotiert mit Prekarisierung, Entwurzelung, Verwahrlosung, in Europa dagegen mit rechtlicher Stärkung und staatlicher Versorgung. Auch steigen manche auf einem Kontinent in ein Flugzeug oder auch nur ein Boot und haben beim Aussteigen auf einem anderen Kontinent plötzlich eine Hautfarbe, die für sie bislang überhaupt kein signifikantes Merkmal war. Nicht? So kollidieren dann Ethnosoziologien. Migrationen oder Konversionen sind meist einmalige biografische oder oft einmalige biografische Wechsel der kategorialen Seite, auf die eine Unterscheidung Menschen platziert. Anders funktionieren situative Wechsel der Unterscheidungsdimension selbst, mit deren Hilfe Menschen sich verorten. Der Ethnologe Edward Evans Pritchard sprach in seiner Studie über die Nuhr von segmentärer Opposition. Das müssen Sie sich vorstellen, ist eine Form zweckrationaler Allianzbildung, bei der sich Akteure ihren Vorteil suchend mal der einen Gruppe zuschlagen, mal der anderen Gruppe zuschlagen. Ganz flexibel, auch eine Form sozialer Mobilität. Ja? Dann wandern nicht ihre Körper, wie bei der Migration. Es fluktuieren nur ihre sozialen Affekte, ihre Loyalitäten wandern. Mit solchen Zügen der Anlehnung an eine Gruppe und der Abwendung von einer anderen verringern oder vergrößern die Leute ihre Abstände zu anderen. Sie lassen Gemeinsamkeiten aufleben und vergessen. Evans Pritchard als Ethnologe fokussierte dabei soziale Gebilde wie Kernfamilie, Clan und Ethnie. Es gibt aber solche Standbein-Spielbeinwechsel, auch von der Altersunterscheidung, wo ich mich in einer Situation mit Gleichaltrigen zusammenfinde, zur Geschlechtsunterscheidung, zwei Minuten später, zur Berufsgruppe, eine halbe Stunde später, wie auch immer. Besonders bei der politischen Allianzbildung wird diese Kontingenz der Gruppierung sehr gut sichtbar, wenn, wie gerade aktuell wieder geschehen, kommunistische, feministische und islamistische Palästinenser sich in Israel zu einer arabischen Liste zusammenschließen, dann überlagert Ethnizität, Palästinenser sein, eben temporär das Links-Rechts-Schema, das sonst in der Politik ja dominant ist. Dritte Möglichkeit, das ist Ihnen am besten bekannt, nämlich der seit Georg Simmel differenzierungstheoretisch beleuchtete Wechsel zwischen Rollen, zwischen sozialen Kreisen, wie Simmel sagte. Der verändert nicht mal die Gruppenzugehörigkeiten, dass man sich der einen oder anderen Gruppe mehr zugehörig in Szene setzt. Er verändert nur sachliche Hinsichten. Diese Mobilität besteht im alltäglichen Navigieren zwischen pluralisierten sozialen Welten, die man auswählt und verlässt, in denen man sich engagiert und desengagiert, also eben zum Beispiel als Lehrerin, Mutter, Kundin, Radfahrerin oder Genossin im Ortsverein. Alles in wenigen Stunden hintereinander. Schließlich gibt es noch undramatischer und kaum sichtbar so etwas wie imaginative Skalenverschiebung. Schönes Beispiel dafür hat der Umberto Eco geliefert, der meinte, in Rom bin ich Mailänder.
In Paris bin ich Italiener und in New York bin ich Europäer. Ja. Die imaginative Bewegung auf solchen Skalen ist der leichtfüßigste Fall einer kategorialen Neuverortung, auch ohne alle Migration. Sie ist bloße Umakzentuierung von Zugehörigkeiten. Sie kennen das vermutlich aus dem Sport, dass Sie im Lokalderby, sagen wir mal Mainz gegen Frankfurt, bestimmte Spieler als Gegner hassen, die Sie eine Woche später in der Nationalmannschaft anfeuern. Ja, so flexibel sind die Menschen mit ihren Selbstverortungen. Das war die erste Besonderheit der Humandifferenzierung. Die Objekte sind aktiv und bewegen sich, haben was Unberechenbares sozusagen, Menschen, verglichen jedenfalls mit Planeten und Molekülen. Eine zweite Besonderheit ist die Relationalität. Menschliche Objekte nehmen nicht nur mit diesen vielen Bewegungen an ihrer eigenen Kategorisierung flexibel teil, sie kategorisieren ja auch andere Klassifizierer im Sinne von Bourdieu, Klassifikation der Klassifizierer. Damit kommt eben eine Reziprozität, eine Gegenseitigkeit und eine Relationalität ins Spiel, die es in der Klassifikation von Tieren oder Artefakten so nicht gibt. Humandifferenzierungen bestehen in der Regel nämlich nicht aus einem einseitigen Taxieren, sie beruhen wesentlich auf reziproken Vergleichsoperationen, in denen sich beide Seiten als Subjekte wie Objekte einer Unterscheidung in Beziehung zueinander setzen. Zum Beispiel als Geschlechtsgleiche oder Verschiedene, als Übergewichtige oder Normalgewichtige, als Rangungleiche oder Peers, als Bekannte oder Fremde. Das sind alles Relationen. Ja? Jede Humandifferenzierung stiftet dadurch eine grundlegende kulturelle Ungleichheit. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Sobald Menschen in einer Hinsicht unterschieden werden, gehen sie Beziehungen als Gleiche oder als Ungleiche ein. Sie begegnen sich in homosozialen oder heterosozialen Interaktionen oder Gruppen oder Netzwerken. Die Unterschiedlichkeit von Menschen ist auch deshalb nicht nur eine irgendwie gegebene, unbestimmte Diversität. Sie besteht aus sinnhaft qualifizierten Relationen. Soziale Unterschiede sind also temporäre Abstände, die Menschen voneinander beziehen oder eben nicht beziehen. So ist eine Person zum Beispiel nicht nur als Einzelne ein Jugendlicher, das wäre eine Kategorie für sich genommen, sondern diese Person ist auch je nach sozialer Beziehung älter, jünger oder gleich alt als ein jeweiliger Interaktionspartner oder Beziehungspartner. Also kulturelle Ungleichheit entsteht aus qualitativen Unterscheidungen in Bezug auf ein drittes, das variiert, nämlich auf Vergleichsaspekte, durch die sich die Menschen dann jeweils als homosozial oder heterosozial in Position bringen. Sie merken, was dabei passiert. Ich nehme nämlich einen Begriff, der in der Soziologie seit langer, langer Zeit gut eingeführt ist, den gängigen Begriff der sozialen Ungleichheit, um festzustellen, dass er dieses Phänomen der elementaren Ungleichheit, kulturellen Ungleichheit, ignoriert hat. Unser Begriff der sozialen Ungleichheit ist ein mathematisch-normativer Hybrid. Er verknüpft nämlich die Feststellung, dass zwei Entitäten quantitativ gleich oder ungleich sind, mit einem grundlegenden Wert demokratischer Gesellschaft, nämlich der Gleichheit aller Bürger, unabhängig von dem, was sie unterscheidet. Soziale Ungleichheit bezeichnet dann, wie Sie wissen, eine schiefe Verteilung von Ressourcen, Lebenschancen und Anerkennung von problematischer Legitimität. Sie konnotiert Ungerechtigkeit. Dieser sozialpolitische Fokus auf die Verteilung von Gütern, die Verteilung von Gütern auf Personen, erfasst einen wichtigen Aspekt der Gesellschaft. Er hat aber ein grundlegenderes Thema verkannt. Und das ist die Verteilung von Personen auf Kategorien. Die Verteilung nicht von Gütern auf Personen, sondern die Verteilung von Personen auf Kategorien. Eben dem soll das Konzept der Humandifferenzierung entgegenwirken. So viel zur Relationalität. Jetzt kommt es aber noch ärger mit den Menschen. Diese reziproke Herstellung kultureller Ungleichheiten oder eben Gleichheiten kann für beide Seiten ergebnisgleich verlaufen, was bei Kategorien wie Alter oder Geschlecht auch der Regelfall ist. Da sind sich die meisten, die sich begegnen, einig. Dann fallen die Abstände, die Menschen voneinander beziehen, aus beiden Perspektiven identisch aus. Da sie aber interessierte Akteure sind, ist der Fall divergenter Kategorisierungen mindestens ebenso prominent. Das zum Beispiel, wer sich selbst Rohingya nennt, für seine Nachbarn in Myanmar als Bengali gilt. Nicht kongruent.
dass jemand, der in Marokko gelernt hat, sich als Schwarzen zu sehen, unter der französischen Kolonialherrschaft, es im Sudan aber nicht mehr ist, das ist ein Araber. Oder dass jemand, der in Russland wegen seiner Herkunft als Lette gilt, in Lettland wegen seines Wohnortes als Russe zählt. Lauter divergente Kategorisierungen. Ja? In der Humandifferenzierung muss deshalb spezifiziert werden, ob es um Selbstkategorisierung oder Fremdkategorisierung geht. Und in welchem Maße eine Person jeweils Agent, aktives Wesen oder Objekt von Kategorisierung ist, wie ausgeprägt also ihre grundsätzliche Agentivität ausfällt. Wählt jemand für sich selbst eine Bezeichnung oder wird ihr die Bezeichnung oktroyiert? Schon wenn Kategorien hergestellt werden, historisch, in diskursiven Prozessen hergestellt werden, stellen sich hier zwei Fragen. Zum einen, wer dominiert eigentlich die Autorschaft einer Kategorie? Wer prägt ihre Bedeutung? Sind das lebensweltlich alte Bezeichnungen mit vergessener Geschichte? Ist es eine Neuprägung von Professionen, eine neue Krankheit, die Ärzte erfunden haben zum Beispiel? Oder ist es ein subkulturelles Label? Zum anderen stellt sich die Frage des Zuschnitts von Kategorien. Wer wird denn erfasst von so einer Kategorie? Wer wird ausgeschlossen? Nicht Humankategorien inkludieren einige und exkludieren andere und tangieren damit natürlich Interessen. Bezeichnungen können für die Menschen ungünstig oder günstig ausfallen. Bietet so eine Kategorie mehr Distinktionsgewinne? Welche Verhaltensimplikationen muten sie mir eigentlich zu? Welche Rekategorisierung drohen vielleicht, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, die irgendwie mit ihnen impliziert sind? Ja? Also wann ist ein Mann, wann eine Memme ein Weichei oder so etwas? Es gibt also Gewinner und Verlierer einer Unterscheidung. Deswegen sind die umkämpft. So viel zur Herstellung von Kategorien. Wenn die jetzt irgendwie da sind und gebraucht werden, dann gibt es wieder Alternativen, nämlich zum Beispiel, welche aus dem vorhandenen kulturellen Repertoire wird denn jetzt ausgewählt in einer Situation? Wenn etwa, stellen Sie sich vor, ein Kneipenbesucher einen anderen erschlägt, dann lassen sich ganz verschiedene Schlagzeilen am nächsten Morgen in der Bild-Zeitung daraus machen. Zum Beispiel diese hier, ja. Ich habe halt die Möglichkeit zu selegieren, ja? Bitte, Protest. Was fehlt? Mir ist es ganz egal, ob Frauen oder Männer zuerst. Ja. Ich nehme einen seriöseren Fall. Wer belästigte in der Kölner Silvesternacht Frauen? Waren das Nafris, Nordamerikaner, Nordafrikaner? Waren es Muslime? Waren es Araber? Waren es junge Erwachsene, waren es Männer? In jeder Beschreibung der Täter, Polizei, Gericht, Presse, in jeder Beschreibung der Täter werden Kategorien verwendet, in denen die gruppistische Sippenhaft lauert. Juristisch ist es zum Glück irrelevant, weil Richter darauf nicht schauen dürfen. Es sind da einfach nur einzelne Taten und Täter zu identifizieren und zu bestrafen. Wenn man dann fragt, wer waren die Täter von Köln, ist die Antwort einfach Kriminelle. Soziologisch lässt sich zur Humandifferenzierung in diesem Fall aber auch sagen, dass die Klage über arabische Männer im öffentlichen Diskurs schnell auf alle Männer erweitert wurde und so eine drohende Versämtlichung arabischer Männer in einer anderen, höherstufigen Versämtlichung aufgehoben wurde. Die Skalenverschiebung auf eine ganze Geschlechtsklasse diente hier als ein moralischer Puffer gegen die Stigmatisierung von Migranten. Man könnte sagen, eine Lösung mit Kollateralschaden, aber immerhin eine Lösung. Das ist die erste Frage. Welche Kategorie wird ausgewählt? Die zweite Frage ist, wer verwendet eigentlich welche Kategorie? Also handelt sich das um eine alltagsweltliche Common-Sense-Beschreibung oder ist es eine Beobachterkategorie, die nur Experten verwenden? Oder ist es ein Fremdlabel, das Menschen stigmatisiert? Oder ist es im Gegenteil ein Selbstlabel, das wie ein von Begriffsunternehmern wie ein Logo verwendet werden kann, ja, um eine soziale Bewegung zum Beispiel zu stilisieren. Es können auch, Sie kennen den Fall, diffamierend gemeinte Fremdbezeichnungen von den Diffamierten angeeignet werden, etwa von Schwulen und Schlampen. Umgekehrt können Menschen versuchen, sich der vereinnahmenden Subsumption unter Kategorien in diesen Klassifikationssystemen zu entziehen. Zum Beispiel behaupten sich Autisten als leistungsstarke Minderheit oder Gehörlose als sprachliche Minderheit gegen die Subsumption unter den Oberbegriff Behinderte. Ähnlich verweigerte Monique Wittig mit ihrem Slogan, Lesben sind keine Frauen,
die Subsumption unter eine heterosexuelle Semantik der Geschlechtskategorien. Sie merken, diese so linguistisch erscheinenden Fragen der Humankategorisierung sind eminent politische Fragen. Die sprachlichen Formen, die sie zum Ausdruck bringen, indizieren immer auch kleine Machtverschiebungen. Denken Sie nur an die kleine Verschiebung vom Flüchtling zum Geflüchteten. Die unterschiedliche Agentivität in der Selbst- und in der Fremdkategorisierung muss dabei gar nicht unbedingt in menschlichen Handlungen und Entscheidungen bestehen, egal ob es Einzelne sind oder Gruppen oder Organisationen. Nein, sie kann auch ausgehen von unbewussten Schemata, die mit uns ihr Schindluder treiben. Ja? Also die lassen uns einfach bestimmte Dinge irgendwie denken. Sie können ausgehen von Diskursverschiebungen, die einfach neue Kategorien zirkulieren lassen, ohne dass jemand das intentional steuern würde. Sie können ausgehen von Elementen materieller Infrastruktur der Gesellschaft. Denken Sie an Moden, die menschliche Körper neu zuschneiden, an verkleinerte Sitzflächen, die Passagiere plötzlich breiter werden lässt untenrum, oder an Algorithmen, nicht zu vergessen, die ihre Leistungen und Persönlichkeiten differenzieren, auch ohne dass die Menschen das wissen. Ganz heißes Thema. Ich komme damit zu einer vierten Besonderheit, der wichtigsten der Humandifferenzierung. Das ist ihr Potenzial für Asymmetrien. In diesem Fall will ich etwas ausführlicher beleuchten. Also kleineren oder größeren Verschiebungen der Machtbalance weg vom egalitär-reziproken Fall. Die spannende Frage ist, wie kommt es, dass die Perspektivität der Humandifferenzierung, dass die immer als Selbst- oder Fremdkategorisierung vollzogen wird, wie kommt es, dass das so oft die Sache ins Asymmetrische kippen lässt? Die Antwort ist, dass das latent angelegt ist, diese Asymmetrien. Ist nicht notwendig, nicht? Also Mediziner und Biologen können natürlich Patiententypen unterscheiden, zum Beispiel ohne, dass das asymmetrisch wäre, aber es passiert verdammt häufig, soziologisch gesehen. Das ist darin angelegt, dass die Unterscheidungen zwischen Menschen in der sozialen Praxis auch Selbstverortungen sind. Akte der Unterscheidung sind für die Unterscheiderin meist nicht neutral, sondern selbst inkludierend. Also indem sie zwei Objekte unterscheidet, hat sie sich selbst mit unterschieden. Das ist die Besonderheit der Humandifferenzierung. Sie verorten, Unterscheidungen verorten auch die Unterscheiderin selbst auf einer Seite. Das ist der systematische Grund für ihre Perspektivität. Sigmund Baumann sagte daher, die funktionieren nicht wie Rechts-Links-Unterscheidungen, die ein Beobachter vor sich hat, sondern wie Innen-Außen-Unterscheidungen. Und dann ist die Beobachterin immer schon auf einer Seite. Innen-Außen-Unterscheidungen sind in einer Seite zentriert. Sie trennen uns von denen. Sie sind beobachterrelativ. Es kommt darauf an, wer sie jetzt gerade vollzieht. Warum ist das latent asymmetrisch? Das hat zwei Gründe. Erstens werden bei solchen egozentrischen Wir-Die-Unterscheidungen die beiden Seiten ungleich stark die beiden Seiten, die versämtlicht werden, ungleich stark versämtlicht, entdifferenziert. Die eigene Seite, unsere Seite, wird auf Basis einer narzisstischen, homophilen Besetzung der In-Group differenzierter wahrgenommen, stärker binnendifferenziert. Die andere Seite, die Fremde, wird stärker versämtlicht, sodass zum Beispiel in der deutschen Sprache ungleich differenzierte Paare auftreten können wie Deutsche und Afrikaner. Und wenn ich aufpasse und liest das in der Zeitung, liest drüber weg. Naja, Deutsche und Afrikaner. Natürlich ist das ungleich entdifferenzierend. Ja. Asymmetrische Versämtlichung betrifft aber nicht nur die Sprache, sondern auch unsere Wahrnehmung. Für Europäer, das wissen Sozialpsychologinnen aus Experimenten, sehen alle Chinesen gleich aus. Für diese sehen alle Langnasen gleich aus. Also, ich übertreibe, nicht alle, aber die Differenzierung unserer Wahrnehmung ist tatsächlich ungleich ausgeprägt. Es gibt also ein emphatisch typisiertes Wir und ein stereotypes Die auf der anderen Seite. Das ist der erste Grund für diese Asymmetrie. Der zweite Grund ist, dass das eigene, also unsere Seite, gar nicht so klar in seiner Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden kann wie das andere, Fremde, Seltsame. Der blinde Fleck egozentrischer Unterscheidungen liegt in der Normalität des eigenen. Und vor dem Hintergrund dieser Normalität scheint nur das andere mit hervorstechenden Eigenschaften ausgestattet. Es wird profiliert gegen einen unsichtbaren Standard des Normalen. Es wird als ungleich markiert. Das andere ist sichtbar, das eigene vergleichsweise unsichtbar, zum Beispiel das Mannsein, Erwachsensein, Weißsein, Heterosexualsein und so weiter.
Die andere Seite repräsentiert mit dem Differenten auch die Differenz. Also das, was beide Seiten unterscheidet. Nicht die Frauen repräsentieren die Geschlechterdifferenz. Sie sind das Geschlecht seit dem 19. Jahrhundert. Nicht die Männer. Die Männer haben es tangential, meinte auch Simmel schon. Die Schwarzen repräsentieren Rasse. Die Homosexuellen repräsentieren sexuelle Präferenz und so weiter. Und das gelingt auch umso besser in einer Gesellschaft, je mehr sich diese anderen für die Differenz auch zuständig machen. Zum Beispiel eigene soziale Bewegungen gründen. Die Normalität des eigenen hat also eigentlich zwei Seiten. Die Mehrheit nimmt ihre eigenen Eigenschaften nicht konturiert wahr, aber die Minderheit überschätzt auch die soziale Signifikanz ihrer Eigenschaften. Sie erklärt zum Beispiel critically white, die sich als normal überschätzenden zu Weißen, als sei Hautfarbe grundsätzlich so relevant, wie sie bei ihnen zu ihrem Nachteil ständig gemacht wird. Das ist nicht der Fall. Also, Humandifferenzierung tendieren zu latenter Asymmetrie, weil sie oft als Wir-Die-Unterscheidungen gebraucht werden. Und das heißt, sie sind in einer Seite zentriert, in unserer Seite zentriert, und sie werden auf die andere Seite projiziert. Die andere Seite, das Abweichende, wird markiert. Man kann sagen, sie sind nostrizistisch angelegt, im Wir zentriert und sie sind projektiv angelegt. Das ist tatsächlich der sozialpsychologische Entstehungsgrund aller Zentrismen, die so bekannt sind, nicht? Eurozentrismus, Androzentrismus, Adultismus, Ableism, Heteronormativität, Orientalismus und so weiter, denken Sie sich aus, es gibt so viele. Auf der Basis dieses Nostrizismus, dieser Wir-Zentriertheit, von Wir-Die-Unterscheidungen, ergeben sich jetzt zwei Optionen, wie man mit anderen umgeht. Die eine Option wurde von Justin Stagel als Nostrifizierung bezeichnet, die Verunserung der anderen. Dann subsumieren wir die eigentlich und wir negieren ihr Anderssein als von ihnen überschätzte Abweichung. Schönes Beispiel ist, dass die Missionare gesagt haben, eigentlich glaubt ihr auch an unseren Gott. Nostrifiziert. Der interessantere Fall ist dieser, nämlich die Alterisierung, das Gegenteil der Nostrifizierung. Zur Alterisierung kommt es, wenn etwas, die Veränderung, ja, zu Deutsch, wenn etwas nicht nur als äußerlich ungleichartig wahrgenommen wird, das macht schon jede Unterscheidung, nein, sondern als essentiell andersartig, im Sinne von fremd und von grundlegend anderer Beschaffenheit, also irgendwie im Gegensatz zu unser einem, zu unseresgleichen. Die andere Seite wird essentialisiert, sie wird exotisiert. Was heißt das? Essentialisierung heißt, dass die für eine Kategorisierung benötigten Erkennungszeichen, diese oberflächlichen Marker, zu innerlichen Wesenszügen erklärt werden. Nicht? In der Frau steckt dann ganz tief drin eine Weiblichkeit. Ja? Und dieses Wesen erklärt auch die von der Kategorie behauptete Homogenität der Elemente. Bei der Exotisierung ist es so, dass Zuspitzungen, Stereotypen zugespitzt werden und eine kulturelle Verrätselung stattfindet, die die kognitiven Abstände zwischen Menschensorten vergrößert. Sie rückt aber auch affektiv ab von den anderen. Zum Beispiel blockiert sie Empathie. Exotisierung erlaubt zum Beispiel bei der massenmedialen Aufbereitung und Rezeption von Unfällen und Katastrophen wichtige, weniger wichtige und unwichtige Menschenleben zu unterscheiden. Dafür braucht man Blockierung von Empathie. So viel zur Alterisierung, aber Alterisierung bedeutet noch nicht notwendig manifeste Asymmetrie. Wir sind immer noch bei der Latenz. Ja. Der palästinensische Literaturtheoretiker Edward Said betonte, dass der Orientalismus mit einer spiegelbildlichen Verkehrung von negativen und positiven Eigenschaften gearbeitet hat. Der andere kann also nicht nur Auslöser befremdeter Reaktionen sein, bis hin zur Xenophobie. Der andere kann auch idealisiert werden. Ein Beispiel ist die Verklärung des edlen Wilden in Nordamerika oder Afrika, die Frankophilie von Deutschen. Und natürlich ist die Heterosexualität so ein Beispiel, die wechselseitige xenophile Exotisierung von Menschen mit verschiedenem Urogenitaltrakt. Auch ein soziologisches Phänomen. Zunächst also können sich alterisierte Männer und Frauen, Europäer und Asiaten, Homos und Heteros mit ihren jeweiligen perspektivischen Verzerrungen symmetrisch gegenüberstehen. Das schließt gynozentrische Verzerrungen ein, homonormative und okzidentalistische. Gibt's alles. Stabile Zentrismen
entstehen erst, wenn sich einer dieser partikularen Perspektiven gegen andere als ein lokal, zum Beispiel in Europa, hegemoniales Weltbild durchsetzt, sodass die jeweils schwächere Seite stärker gruppiert wird und undifferenzierter auf ein Merkmal festgelegt wird. Welche Seite markiert wird, ist aber nicht einfach eine Differenz eingeschrieben. Es ist tatsächlich meist eine Frage lokaler Mehrheitsverhältnisse, was markiert wird. Das können auch weiße, gesunde und Männer sein. Inländer sind halt im Ausland Ausländer. Jetzt treten wir aber aus der Latenz heraus. Unterscheidungen werden tatsächlich irgendwann auch manifest asymmetrisch, wie Sie wissen, und zwar in dem Maße, in dem sie sich mit Evaluationen, mit Wertungen anreichern. Das heißt, die alterisierte Seite, diese exotische andere Seite, auch als ungleichwertig entwerfen. Sie differenzieren dann nicht mehr nur nach Ähnlichkeit, sie differenzieren nach besser, schlechter, überlegen, unterlegen, wertlos, wertvoll, also nach Wert und Rang. Das ist ganz offenkundig in der Leistungsklassifikation, also in Evaluationsverfahren wie in Schulen und im Sport, die ja explizit auf hierarchische Ordnungsbildung zielen. Es ist ebenfalls offenkundig bei diffamierenden Kategorien, Krüppel, Schwuchtel. Bedeutsamer sind aber implizite Evaluierungen, bei denen schon die Konstruktion der Kategorien tatsächlich Wertungen trägt. Zum Beispiel bei der interessanten Unterscheidung von Erwachsenen und Kindern oder Normalen und Devianten. Ja, das sind die eigentlichen Herausforderungen, die wir haben. Wie macht man das? Wie macht man Kategorien asymmetrisch? Robert Merton hatte festgestellt, dass ganz hilfreich bei so etwas sind, dass man doppelte Standards einsetzt. Die ein und dieselbe wahrgenommene Eigenschaft mit zwei verschiedenen Vorzeichen plus minus versehen. Also wir sind sparsam, die anderen sind geizig. Wir sind durchsetzungsstark, sie sind machtbewusst. Wir sind sexuell erfolgreich, sie sind promiskuitiv. Eine andere Differenzierungstechnik beschrieb Norbert Elias in seiner Gemeindestudie. Etablierte erklären ihre Musterexemplare, also die Vorzeigebürger der Gemeinde, pars pro toto zum Prototyp ihrer selbst und unterstellen den Fremden, die schlechtesten Eigenschaften ihrer eigenen Außenseiter. Sie schließen die Newcomer in der Gemeinde also an die evaluative Binnendifferenzierung ihrer eigenen Gemeinschaft an. Jetzt gibt es aber verschiedene Modi asymmetrischen Unterscheidens. Ich will den vier nennen. Ich bin nur auf der Suche nach weiteren. Wenn Ihnen noch was anderes einfällt, gerne. Man kann Wertungen ja in verschiedene Richtungen erstmal vollziehen, nämlich als Upgrading einer Seite oder als Downgrading der anderen Seite. Ja? Beides ist möglich. Als ein Upgrading, fangen wir mal damit an, wirkt die Distinktion. Die evaluative Selbstunterscheidung, meist einer Minderheit, also wir Akademiker oder wir politisch und moralisch sensiblen Menschen. Sie fühlen sich angesprochen, ich merke es gut. Also, wir unterscheiden uns natürlich vom Rest der Gesellschaft. Nicht? So geht Distinktion. Nicht? Also der Rest ist ein unbestimmtes anderes, ein unspezifischer Hintergrund. Eine Distinktion ist einfach eine Unterscheidung, die nicht nur von innen nach außen vollzogen wird, wie Baumann das sagte, nein, sie wird von oben nach unten vollzogen, im Sinne Bourdieus. Ja? Das ist Distinktion. Also die Unterscheidenden setzen sich auf wertende Weise als überlegen nach oben ab. Distinktionen arbeiten mit einer Selbstbesonderung. Dazu gehört die Etablierung zum Beispiel einer exklusiven Kränkbarkeit. Denken Sie an eine verletzbare Geschlechtsehre. Schöner Fall arabische Männer. Ein schändbarer Nationalstolz. Ganze Geschichte des 19. Jahrhunderts in Europa. Ein beleidigungsfähiger Standesdünkel, Ständegesellschaft. Eine durch Lästerung erzürnbare religiöse Sensibilität, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Auf der Seite des Rests, naja, ich denke hier an Charlie Hebdo, ja? Da waren gekränkte Männer unterwegs. Auf der Seite des Rests kann dies mit schwärmerischer Idealisierung und mit projektiver Identifizierung unterstützt werden. Die Queen kommt, begeistert sich dann das Volk, ja? Und unterstützt genau diese Distinktion einer Adelsklasse in diesem Fall. So viel zur Distinktion. Zur anderen Seite wird die Wertung durch Degradierung vollzogen, also eine devaluierende Herabsetzung bestimmter anderer, die oft durch deren Bezeichnung operiert, ja, White Trash oder in Hogwarts Muggel. Ja, immer, das ist nun wirklich kränkend, ja, dass wir als Muggel bezeichnet werden, die wir nicht zaubern können. Valuation und Devaluation können natürlich miteinander verbunden auftreten, wenn die Selbstaufwertung der einen Seite durch die Abwertung der anderen vollzogen wird. Das ist eine Beobachtung, die schon Max Weber gemacht hat.
in seiner Theorie der Ethnizität, dass die, wie er schrieb, soziale Ehre der besitzlosen Weißen in den USA an der sozialen Deklassierung der Schwarzen unmittelbar hing. 100 Jahre alt, wie aktuell. Differenzkonstruktionen sind halt relational, nicht? Also das Othering und das Selfing sind verschiedene Seiten der gleichen Medaille. Erneut gibt es eine subjektive Entsprechung der Degradierung in der Selbstgeringschätzung der Degradierten, also dem unterentwickelten Selbstwertgefühl, dem unterwürfigen Auftreten, der Selbstregadierung, mit der Dominierte an ihrer eigenen Dominierung teilhaben. Ein wieder anderer Fall ist aber die Diskriminierung. Unterscheidungen können ja auch kategorial symmetrisch gebaut sein, also anders als Erwachsener und Kind, aber sie können asymmetrisch angewandt werden. Diskriminierung kann es eigentlich nur in Gesellschaften geben, in denen die Gleichheitsnorm gilt. Für die Ständegesellschaft war es selbstverständlich, dass Menschen ungleichwertig sind. Adlige und Bauern waren nicht auf die gleiche Weise und auch nicht im gleichen Maße Menschen. In solchen statusdifferenzierten Gesellschaften war das Menschsein also selbst stratifiziert. Es gab eben Übermenschen und Untermenschen, Herrenmenschen und Untertanen. Wenn aber im Prinzip alle Menschen gleichwertig sind, dann ist Diskriminierung ein Akt der Unterscheidung der Personen von dieser normativ erwarteten Gleichbehandlung wieder ausnimmt. Sie macht einen Unterschied durch Selektion. Also alle außer dir, so geht Diskriminierung, alle außer dir. Der große Rest sind hier nicht die indistinkten Massen. Der große Rest sind die durch Rechte Bessergestellten. Die subjektive Entsprechung auf Seiten der Betroffenen sind mit der Zeit dann sehr oft Diskriminierungsallergien, nämlich das Gefühl, schon wieder diskriminiert zu werden. Also eine Art Beleidigungsbereitschaft, die einen erfahrenen Nachteil, eine Niederlage in einer Konkurrenz, eine grobe Behandlung habituell auf eine schon oft fremd evozierte soziale Zugehörigkeit zurechnet. Schon wieder. Ein letzter Fall ist die Stigmatisierung. Auch Stigmatisierungen arbeiten mit asymmetrischer Anwendung einer Unterscheidung. Sie steigern nämlich die gewöhnliche Identifizierung einer Person anhand von Erkennungszeichen, von Markern, durch das Identifizieren im Sinne von Gleichsetzen einer Person mit diesem Marker, der ihr pars pro toto als Identität zugeschrieben wird, diesem Dicken. Ein Marker, eine Identität. Stigmatisierung sind also zugleich auch gesteigerte Alterisierungen. Sie implizieren, dass nur Menschen auf der devianten Seite über ein spezifisches Merkmal verfügen und legen Personen dann auf dieses Merkmal fest. Sie reduzieren also die vielen Zugehörigkeiten eines Menschen auf eine einzelne und lassen diese Personen dann ganz in dieser Kategorie aufgehen. Stigmatisierungen sind hochselektive und totalisierende Formen der Kategorisierung, die alles andere irrelevant machen. Man kann sagen, sie vernichten die Differenziertheit einer Person. Auch hier gibt es die Option der affektiven Besetzung dessen, durch das man stigmatisiert wird. Sich mit etwas zu identifizieren, heißt auch, sich einer Kategorie zu subsumieren, sich mit ihr gleichzusetzen. Die Menschen, die am Ende überzeugt sind, sie seien tatsächlich das, wodurch sie stigmatisiert werden, empfehlen sich zur Rekrutierung für identitätspolitische Unternehmungen. Soweit diese vier Fälle. Die Logik, das haben Sie vielleicht gemerkt, die Logik der Asymmetrisierung von Unterscheidungen ist ziemlich verschieden. Distinktionen markieren die eigene Seite, nach oben. Stigmatisierungen markieren genau die andere Seite, die Dicken. Distinktionen sind Selbstexemptionen von einem Allgemeinen. Wir sind schon was ganz Besonderes, wir Soziologen, sind wir natürlich auch. Diskriminierungen sind dagegen Fremdexemptionen, ja. Also es sind Unterscheidungen trotz Unterscheidungsverbot. Eigentlich sollen alle gleich behandelt werden, aber hier findet das genau nicht statt. Deswegen kann man auch vor Gericht gehen. Ja? Also es ist wirklich ganz, die Unterscheidung, die Asymmetrisierung ticken unterschiedlich. Es ist nicht einfach nur alles ungerecht und abschaffungswürdig. Das wäre platt. Nein, 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 es geht ganz unterschiedlich zu. Jetzt kann natürlich die Devaluierung der anderen Seite ziemlich unterschiedlich ausfallen, auch was die Gravität dieser Prozesse angeht. Bei Nationen ist es historisch sehr oft so, dass sich eigentlich beide Seiten tendenziell abschätzig wahrnehmen. Nicht die, im 19. Jahrhundert hieß die Syphilis in England französische Krankheit und in Frankreich englische Krankheit. Ja? Also, so ist das halt zwischen Nationen. Ne? Gegenseitige Abschätzigkeit. Zwischen Religionen, na gut, da kommt es darauf an, ob die anderen nur als andersgläubig gelten oder ob sie als ungläubig gelten. Ne?
schöne Beobachtung von Niklas Luhmann. Europa hat 200 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass die Heiden für sich selber gar keine Heiden sind. Das war schwierig. Ja? So ist das eben mit Wir-Die-Unterscheidung. Die Heterosexualität wieder beruht auf einer ziemlich raffinierten Mischung von Geringschätzung und Idealisierung der anderen Seite. Ganz anders als die Rassenunterscheidung. Ja? Natürlich gibt es Sexismus und Gewalt. Bestimmender für das Geschlechterverhältnis ist aber die ästhetische und moralische Überhöhung der Frauen, für die sie dann im Berufsleben zur Kasse gebeten werden, wo sie nämlich durch eine selektive Genderisierung behindert werden, nämlich aufs Frausein immer festgelegt werden. Die Rassenunterscheidung dagegen, nicht nur in der US-amerikanischen Sklaventradition, auch im innerafrikanischen Rassismus, ein sehr interessanter Fall, den ein Projekt bei uns untersucht hat, wenn Sie an die, nicht nur Verfolgung, auch an die Tötung von Albinos in Tansania denken, an die Verfolgung der Sand People durch Schwarze in Ostafrika. Die Rassenunterscheidung ist nah an der Tier-Mensch-Unterscheidung gebaut. Ja, es ist sozusagen ganz archaisch hier. Rasse ist ein Konzept, dass Menschen tendenziell die Artgenossenschaft aberkennt. Hier geht es um Entmenschung. Ja. Grundsätzlich richtet sich alle uns geläufige zeitgenössische Kritik an asymmetrischer Humandifferenzierung auf die Reste der ständischen Differenzierung innerhalb des Menschseins. Also die Kritik richtet sich darauf, dass Menschsein überhaupt noch qualifiziert wird als mehr oder weniger menschlich, Menschen als höher oder minderwertig qualifiziert werden. Das ist in Demokratien normativ tabuisiert. Andererseits aber werden natürlich auch in Demokratien noch einige Wertungsunterschiede im Menschsein ganz selbstverständlich praktiziert. Etwa werden Kinder oder Menschen mit Behinderung als Mängelexemplare des Homo sapiens gelten. Ja, das ist so. Mit Alterisierung und Devaluation nimmt eine Humandifferenzierung schon die Form folgenreicher Schwellen an. Nicht? Michel Lamont spricht von Boundaries, von Symbolic und Social Boundaries. Zu einer solchen sozialen Grenzbildung kommt es, wenn sich an diese Unterscheidungen Prozesse sozialer Schließungen und Gemeinschaftsbildungen anschließen, nach innen, und Prozesse sozialer Distanzierung nach außen. Nicht? Kontaktvermeidung, Segregation, Marginalisierung, Ausschluss. Der Begriff Boundary fängt ganz gut ein, finde ich, dass zur Institutionalisierung von Unterscheidungen neben ihrem sprachlichen Ausdruck, Kategorien, auch ein materiell-räumlicher Ausdruck gehört. So ist etwa die triviale Segregation von Toiletten, wie Irving Goffman ganz schön gezeigt hat, eine institutionalisierte Darstellung der Geschlechterdifferenz. Und so ist analog auch die Apartheid ein räumliches Getrennthalten, durch das in die eine Richtung Rassen lokal distanziert werden, in der anderen Richtung Räume auf der Basis von Hautfarben eingefärbt werden, so ähnlich wie die Flächen einer Landkarte. Eine soziale Grenze ist eine stark kontrollierte Unterscheidung, nicht flüchtig, nicht einfach wechselbar, überhaupt nicht mehr so flexibel. Nee, da muss man schon mächtig was in Bewegung setzen. Diese Kontrolle hat auch Effekte, Rückkopplungseffekte auf die elementareren Differenzierungsprozesse, mit denen ich diesen Vortrag angefangen habe. Also die Vermischungsverbote der Apartheid oder die sozialen Abstandshalter der ethnischen Segregation, etwa von Wohnvierteln, stabilisieren natürlich auch ethnische Kategorien, mit denen die ganze Chose anfing. Oder Heiratsregeln, die Konfessionen getrennt und Ehen religiös reinhalten, bester Fall Israel, stabilisieren eben auch religiöse Kategorien, genauso wie die Geschlechtsdiagnostik und die Segregation von Geschlechtern durch Sportarten Geschlechtskategorien stabilisieren. Nun kann sich auch diese Grenzbildung immer noch im Rahmen friedlicher Koexistenz abspielen. Zur Polarisierung kommt es schließlich, da will ich hin, zur Polarisierung kommt es, wenn sich an solchen Grenzen Konfliktstoffe anlagern, Gewalterfahrungen anlagern und antagonistische Gemeinschaften entstehen. Die steigern dann ihre wechselseitigen Devaluationen zu geschlossenen Feindbildern. Sie forcieren ihre doppelten Standards. Ne? Ihre Kämpfer sind Killer, unsere Kämpfer sind Helden. Sie unterhalten divergierende Ethnosoziologien, ideologisch getrennte Weltbilder und so weiter. Ethnische Vertreibungen homogenisieren dann eben auch Populationen. Sie purifizieren Regionen. Es gibt terroristische Gewaltakte, die dann auch noch Unentschiedene zur Positionierung zwingen wollen. Die wollen sozusagen die mosaische Differenz zwischen Gläubigen und Ungläubigen wieder aufreißen
Und das ist machtpolitisch gar nicht irrational, denn sie versuchen einfach die dritte Partei, die Parteilosen, in der entscheidenden Frage unentschiedenen Menschen zum Verschwinden zu bringen. Ein schöner Punkt in Heinrich Poppitz' Machtsoziologie. Das sind gewissermaßen eskalierende Humandifferenzierungen, die in der Regel aber lange diskursiv vorbereitet sind. Sie kennen das aus dem harmlos alltäglichen Konfliktgeschehen, zum Beispiel Ihrem letzten Beziehungsstreit, als affektgeladene sprachliche Identifizierung des anderen mit Tieren. Du Schwein, Sau, Affe, Hund, Biest, Schlange. Ja? Ich höre auf. Aber diese in sozialen Konflikten ganz übliche Vertierung von Menschen kann sich in ernsten Konflikten, in gesellschaftlichen Konflikten halt steigern über die Wahrnehmung von Unmenschen bis dann zur Tötung entmenschter Wesen. Nicht? Also im Kriegsvokabular ist es Ungeziefer, es sind Bestien auf der anderen Seite. Sie gehören nicht mehr zur Gattung Homo sapiens. Ne? Hinzu kommt eine diskursive Versämtlichung erneut, also Entdifferenzierung der anderen Seite, alle Politisierung und Moralisierung. Verschärft Unterscheidungen zwischen Menschen im Sinne einer binären Logik, die Lager entwirft und dann scharf, das heißt ambivalenzfrei, unterscheidet nach Gut, Böse, Freund, Feind. Die räumliche Segregation, das weiß man aus der militärischen Forschung, unterstützt dies aus der Ferne, hasst und tötet es sich leichter. Wieder gilt, und das ist der Grundgedanke, den ich eigentlich unterbringen will in diesem Vortrag, wieder gilt, je schärfer die Differenzierung gezogen wird, desto massiver ist die Entdifferenzierung in der Wahrnehmung des anderen. Insofern kann man sagen, dass Konflikte und Kategorisierungen sich gegenseitig konturieren. Soweit diese sieben Stufen. Ich habe den Aufbau, ich komme Richtung Schluss, den Aufbau asymmetrischer Unterscheidungen weitgehend als linearen Prozess dargestellt, nicht? Also von Unterscheidungen über Kategorien, Evolution und Grenzbildung. Das liegt der argumentative Aufbau eines Vortrags nahe. Tatsächlich ist es realzeitlich aber anders. Diese Prozesse sind rekursiv miteinander verknüpft. Also es kann sein, dass viele Unterscheidungen reziprok, symmetrisch und nicht evaluativ gehandhabt werden. Ihre evaluative Anreicherung durch Macht- und Gruppierungsprozesse kommt aber nicht einfach nur später hinzu. Sie katalysiert auch umgekehrt das originäre Unterscheidungsgeschehen. Diese Prozesse sind, guck, die späteren, die logisch späteren und die früheren Prozesse, die komplexeren und die einfacheren, sind ko-konstitutiv, sie ko-evoluieren. Daher gilt auch, ohne soziale Ungleichheit, das heißt, das Versprechen von Privilegien für eine Seite, würde die Humandifferenzierung generell schwächer motiviert sein, nämlich nur noch in ihrer Funktion der Komplexitätsreduktion. Rogers Brubaker hat deswegen gemeint, immer wenn eine Gesellschaft Gleichheitssemantiken unterhält, was unsere ja tut, wird die Humandifferenzierung gedämpft. Den nächsten Punkt überspringe ich und sage kurz nur noch eine abschließende Sache zur Diversität, mit der ich angefangen habe. Ich würde denken, dass wir kultursoziologisch gute Gründe haben, daran zu zweifeln, ob es Wertschätzung tatsächlich aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlecht, Behinderung etc. Geben soll. Denn die Kategorien, in deren Namen die Anerkennung von Vielfalt gefordert wird, sind auch genau diejenigen, mit denen diese Vielfalt laufend beseitigt wird. Wer einen Unterschied macht, macht etwas anderes gleich. Zum Beispiel eben die Schwarzen und die Weißen, die Frauen und die Männer und so weiter. Alle Kategorien versämtlichen Individuen. Ihre Aufaddierung zur Diversität und zu vielfältigen Identitäten, die wir angeblich feiern sollen, beseitigt Differenziertheit im Namen ausgewählter Differenzen. Ich denke, dass Anerkennung von Vielfalt in einer Gesellschaft wie der unteren mehr verlangt als die Anerkennung von individuellem Anderssein in einer Hinsicht. Es verlangt erstens die Wahrnehmung des vielfältigen Andersseins in einer Person. Wir bezeichnen als Individuen eigentlich Menschen, die in sich selbst divers sind. Zweitens verlangt es den Verzicht auf die Veranschlagung von versämtlichten Kategorien. Es geht nicht bloß darum, das Anderssein zu bejahen, so wie die Vielfalt im Supermarkt, sondern darum, von einem Anderssein absehen zu können, das Menschen auf ein So-Sein festlegt. Ich kann das, obwohl ich nun wirklich kein gebürtiger Mainzer bin, aber mit der inzwischen 15-jährigen Erfahrung, die ich in Mainz habe, mit einem regionalen Beispiel untermauern. In Mainz ist nämlich die größte Feier des Andersseins der Karneval.
Da feiert man, dass man auch mal jemand anders sein darf, als man selbst ist. Dass man nicht darauf festgelegt wird, wer oder was man ist, weil man sich eben aller möglichen kulturellen Codes in jeder Mischung bedienen darf. In einer pluralistischen, hochdifferenzierten Gesellschaft, so meine ich, ist eine gute Politik der Vielfalt nicht eine, die den jeweils lautesten Lobbygruppen ein Sprachrohr bietet, sondern eine Politik kultureller Indifferenz, die sich dafür einsetzt, dass es nicht darauf ankommt, was oder wer jemand ist. Danke.